Ich möchte jetzt zeigen, wie man Fuß- und Endnoten erstellen kann. Dazu begebe ich mich zu einer bestimmten Textstelle, vielleicht am Ende meines Textes. Ich möchte hier zum Beispiel eine Fußnote einfügen. Dann gehe ich jetzt hierher, setze den Cursor hier auf Einfügen, Fuß-Endnote. Jetzt geht ein Menü auf. Wenn ich hier das so belasse, dann würde hier Fußnote angezeigt werden. Automatisch klicke ich auf OK. Es wird hier dann ein 1 eingeblendet. Und hier herunten wird dann dementsprechend dann auch die Möglichkeit angegeben, etwas einzutragen. Könnte man hinschreiben, zum Beispiel, siehe weitere Angaben. Das wäre jetzt hier eine Fußnote. Wenn ich an einer anderen Stelle eine Endnote zum Beispiel hinzufügen würde, dann gehe ich ganz nach vorne. Zum Beispiel möchte ich hier eine Endnote hinzufügen, gehe ich auf Einfügen, Fuß- und Endnote, wähle mir hier Endnote. Klicke auf OK und am Ende des Textes, ja, also ganz hinten auf der letzten Seite, die dann hier geschaffen wird, könnte ich hier dann siehe weitere Einträge bei Müller. Und somit hätte ich dann hier zwei Formen dir gezeigt, eine Endnote und eine Fußnote. Fußnote wird auf derselben Seite angebracht und Endnote wird am Ende des Textes angebracht.